Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13 2. Was bisher geschah? Final Fantasy 13 2, the story so far. Is that you? I won't let you go! It's too late. Ja, hallo meine Lieben. In der letzten Folge haben wir einige Aufträge abgeschlossen und haben dann Gott sei Dank für einen Auftrag als Belohnung ein Urartefakt bekommen. Den haben wir dann auch direkt benutzt, um dieses Portal zu aktivieren. Und wir können jetzt nach Urba im Jahr 400 reisen. Ja, denn wir haben da ja auch noch einen Auftrag zu erledigen von Hope. Ja, wir haben ja hier noch diesen Graviton-Kern, Zeta, ne, der fehlt uns noch. Und den können wir hier holen. Und dann können wir ja hoffentlich dann auch hier mit der Story weitermachen. Genau, in der letzten Folge haben wir ja einige Aufträge abgeschlossen. Gott sei Dank, ich bin nämlich ja echt verzweifelt. So, und ich denke dann, dass wir dann auch jetzt hier in Urba die 100% dann erreichen können, oder? Also, dass wir das Gebiet zu 100% erkunden können. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's, ab nach Urba. Mog, have you been able to remember anything about your hometown? Anything at all? Kubo! I remember something called the Ocean of Time, Kubo. The Ocean of Time? Could that be where you're from? I don't know, Kubo. But I do know that when I think about that place, I become all flustered and giddy, Kubo. So that place means something to you. Then it must be important. I think we should check the Urba Labyrinth some more. Maybe we can help Mog remember more about where he came from. Kubo? You'll help me find my home and my family, Kubo? Yeah. I mean, you've helped us out here and there, so we at least owe you this much. Just as the light begins to fade to dark. Ja, davon habe ich jetzt auch schon einige gesehen. Also 3 Stück habe ich jetzt schon von denen gesehen. Also es könnte hier wieder mit Rätsel losgehen. Ja, solange das nicht mit der Uhr kommt oder mit wenigen Zahlen, dann ist es in Ordnung. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir hiermit mal an. Sperre des Jenseits. Okay. Auf Weiß konnte ich länger stehen bleiben, ne? Ja, jetzt sehe ich hier natürlich nicht allzu viel, wie groß das ist. Ich glaube, ich würde so entlang laufen. Okay, okay, alles klar. Ich bin jetzt hier lang gelaufen. Ich weiß nicht, ob das so clever gewesen ist. Nee, das hier ist nicht so doll gewesen. Ja, denn ich komme jetzt da hinten gar nicht mehr hin. Alles klar. Moment, dann muss ich so entlang laufen hier durch. Alles klar, ich weiß Bescheid. So, zack, zack, zack. Okay, ich weiß nicht Bescheid. Oh Gott, das hier war genauso dumm. Entschuldigt. Entschuldigt, das hier ist wieder die erste Folge, die ich für heute aufnehme, ja? Also hier passiert... okay. Muss ich dann vielleicht erst nach oben? Nee, das wird auch absolut gar keinen Sinn ergeben. Ich muss im Slalom laufen. Okay, Moment, ich glaube, ich muss so lang laufen. So, 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 so. Ja. Okay, jawohl. Beim dritten Versuch hat es geklappt. Oh nein, das hier ist blöd. Ich sehe doch nichts. Ich entscheide mich immer für den rechten Weg, ne? Oh, ich glaube, die bewegen sich hin und her. Ey, willst du mich veräpfeln? Wie soll denn das funktionieren? Okay. Gut, dann muss ich hier hin. Hä? Hallo? Willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, Moment mal. Ich bleib mal hier vorne stehen. Ja, ich sehe doch gar nichts.
Hä? Wie blöd ist das denn? Also jetzt doch nach rechts. Ich bin doch aber eben auch nach rechts gelaufen. Ich verstehe das nicht. Ja, jetzt ist hier... Hä? Okay, neuer Versuch. Ich bin maximal verwirrt. Ja, ich verstehe es nicht. Also es ist egal, welchen Weg ich nehme. Ich kann nur verlieren. Nimm jetzt diesen Weg hier. Und der ist auch falsch. Ja, alles klar. Ey, das Spiel will mich doch auf den Arm nehmen, oder? Ja, für dieses Paradox wohl eher weniger. So, das hier ist jetzt dunkler auf der Seite. War das schon die ganze Zeit dunkler? Ich nehme das jetzt einfach mal. Oh, ich bin richtig. Habe ich alle? Habe ich dann alle? Oh, Gott sei Dank. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das hier sinnvoll ist, was ich hier tue. Wie komme ich denn da oben hin? Ach so, gar nicht. Ah, super. Schade. Mir fehlt eins. Mir hat das eine gefehlt. Okay, wie bin ich denn jetzt eben gelaufen? Okay. Das ist bestimmt so, muss ich das irgendwie angehen. Okay, aber ich habe das in der Mitte. Ich muss das erstmal beobachten. Aber jetzt sehe ich natürlich nichts, ne? Bewegt sich das in der Mitte? Wo geht das hin? Das bleibt dort. Achso, hier kann ich ja noch stehen bleiben. Hier passiert ja noch gar nichts. Ah, das ist ja cool. Hier dann auch? Ja, hier kann ich auch noch stehen bleiben. Okay, gut. Dann würde ich einfach mal... Dann bekomme ich das nicht mehr. Nee, ich muss auf jeden Fall rechts rum. Okay, das hier ist weniger toll. Jetzt. Shit, ja, nee, das hier funktioniert auch nicht. Oh Mann, wie blöd ist das denn bitte? So, Moment. Vielleicht sollte ich doch erstmal, aber dann kriege ich das da oben nicht mehr. Ich muss jetzt hier drüber laufen. Ich krieg's nicht. Ich weiß nicht, wie ich das bekommen soll. Ja, ja. Oder ich muss... Aber dann kriege ich das ja nicht mehr. Oh Mann, dass ich die obere Hälfte nicht mehr sehe, nervt mich so ein bisschen. Okay. Ach stimmt, da ist ja noch eine Platte. Das ist aber eine Sackgasse. Okay. Wenn ich links entlang laufe, dann bekomme ich dieses hier. Dann kann das gar nicht mehr da oben hinkommen. Aber dann bekomme ich das halt nicht mehr. Und das ist das Problem. Und es bleibt ja auch immer da. Aber ich komme ansonsten... Oder ich muss so entlang laufen. So. Okay, ich probiere das einfach mal. Jetzt ist es natürlich verschwunden. So, ich habe alle, aber komm nicht weg. Das ist mein Problem. Ich muss da schneller sein, dass das erst gar nicht da hochkommt. So, wie bin ich jetzt eben gelaufen? Ich weiß es schon nicht mehr. Habe ich ja richtig toll gemacht. Achso, ja. Okay, ich glaube, ich weiß es wieder. Ja, super. Jetzt steht das hier. Nee, das hier war nicht richtig. So bin ich nicht gelaufen. Schneller. So. Bin ich dann so gelaufen? So. Ja, es bleibt jetzt dort. Nee, so bin ich nicht gelaufen. Wie habe ich das denn eben gemacht? Das war doch eben richtig. Also so gut wie. Ich hätte nur ein bisschen schneller sein müssen. Moment. Ich versuche mich zu konzentrieren. Verdammt, wie bin ich denn gelaufen?
Wie bin ich denn gelaufen? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall so rum. Ich muss kurz überlegen, wie ich gelaufen bin. So, so. So, 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 so. Habe ich denn alle? Bitte habe ich alle. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, my God. Abschiedstörtchen. 800. Ja, danke schön. Das hier, what the flip. Das hier war nicht ohne. Ich bin mal gespannt, wie stark du bist. Hoffentlich nicht allzu stark. Wie sieht's denn hier, in welchem Paradigma sind wir denn hier? Zweimal Brecher, ne? Ja, zweimal Brecher, einmal Verheerer. Das sieht man ja an den Farben, ich vergesse das manchmal. Okay. Ne, das hier sieht doch nicht schlecht aus. Ja, okay, jetzt würde ich aber mal gerne hier Manipulator Augmentor hier rüber wechseln. So, und er bekommt jetzt die ganze Aufmerksamkeit von ihm. Ja, okay, nicht so ganz. Vom Sonic Biss, mach du mal was. Ich glaube, ich musste hier A drücken, ne? Ja, ich konnte mich erinnern. Wenigstens an etwas konnte ich mich erinnern. Okay, und dann würde ich jetzt nochmal die Verheerer-Brecher-Rolle wechseln. Luchka, wer setzt denn sowas ein? So, kommt, Leute, weitermachen. In den Schockzustand bekomme ich den nicht mehr. Nee, den, aber ich bekomme den Down auf jeden Fall. Aber ich wollte ihn eigentlich in den Schockzustand versetzen. Mir hat mir nicht gelungen. Aber das scheint das Spiel auch nicht zu interessieren, denn ich habe hier 648 Geld, das ist toll. Speckschwarte, das ist ganz wichtig. So, Moment. Ich wollte mir jetzt hier noch genau das Fragment anschauen. Kategorien. Mogri-Wissen. So, und dann haben wir irgendein Törtchen, ist das gewesen? Das Abschiedstörtchen, ganz genau. Eines Tages hörte Mo Gerüchte über ein Wesen, das ihm ähnlich sein sollte. Also machte sich Mo auf den Weg durch die Chronosperre, um das besagte Monster zu finden, das die Leute Kobold nannten. Tatsächlich hatte der Kobold keine Flügel, mit denen er sich sogar in der Luft halten konnte. Aber je mehr Mo ihn studierte, umso weniger konnte er glauben, dass das Wesen ein Mokri war. »Bist du ein Kobold?«, fragte der Kobold. »Nein.« »Meine Augen stehen nicht so hervor wie deine«, antwortete Mog. Das machte den Kobold unglaublich wütend. Er rief einen Ahriman zu Hilfe und gemeinsam jagten die beiden Monster Mog kreuz und quer durch die Chronosperre. Mog beteuerte, dass er das als Kompliment gemeint hatte, aber der Kobold wollte ihm nicht verzeihen. Ah, mit dem guten Ahriman? Ja, den kennen wir auch, den haben wir hier noch gar nicht angetroffen, ne? Muss ich überlegen, in 13 gab es den bestimmt auch und ich weiß es nur nicht mehr. Okay, Moment mal, ich wollte jetzt erstmal die Karte hier aufrufen. Ja, 92% haben wir hier erkundet, die 8% fehlen. Ich frage mich, wo die sein sollen. Vielleicht können wir hier die Treppen runter. Ich werde jetzt erstmal hier diesen ganzen Wege ablaufen, denn ich muss ja hier irgendwo das ein oder das andere Fragment finden. Ist das auch nochmal ein Behemoth? Ja, super, die Kamera ist so lahm, wenn die Gegner auf einmal hinter mir auftauchen. Moment. Gravitonkerne, ganz genau. Das ist das, was ich vorhabe. Kategorien? Gravitonkerne. So, und dann sehen wir hier... Okay, das scheine ich dann wohl unten zu finden. Also müsste ich die Treppen runtergehen. Und da werde ich das finden können, laut dem Bild. Laut dem Bild wäre dem dann so. So, oh, ein Bomber. Ja, okay, dann schlagen wir einfach mal zu. Der ist sogar lila. Eine Granate ist das, Entschuldigung, das sind gar keine Bomber. Aber die sind bestimmt irgendwie verwandt miteinander. Verwandt oder verschwägert. So, mach den fertig, bitte. Sehr schön. Oh. Das. Ah, ich dachte, der wäre kaputt. Okay, gut, dann probieren wir es mit Feuer. Oh, die halten aber viel aus, oder? Die paar tragen schon ein bisschen was. Hat dem überhaupt
Hat dem überhaupt dieser Blitz was abgezogen? Ich konnte jetzt an der Lebensanzeige jetzt keinen Unterschied sehen, als sie dann Blitz gezaubert hat. Katalysatorlader einmal erhalten. Okay. So. Dann müssen wir jetzt hier... Ja, das habe ich mir doch schon fast gedacht. Dann haben wir hier schon unser nächstes Teil hier. Okay. Okay, hier muss ich die... Ja, Sternenbilder, ne? Ach, das ist dieses Monster mit dem Panzer. Okay. Dürfte kein Problem sein. Oder? Ist es vielleicht doch ein Problem? So, Moment. Euch beide habe ich zusammen. Euch beide habe ich schon mal zusammen. Hier Gold, Grün, Rot haben wir hier. Und euch beide kann ich verbinden. Hier? Nee? Okay. So, jetzt? Habe ich alles? Ah, nee, habe ich nicht. Hier, ja, direkt vor meiner Nase habe ich nicht gesehen. Okay, aber das war ja jetzt nicht so schwer. Also auch von der Zeit her nicht. So, das erste Rätsel ist gelöst. Immerhin. Oh, ja. Wenn da Bodenplatten verschwunden sind, das ist natürlich nicht so toll. Ach, das ist dieses fliegende Wesen, dessen Namen ich nicht weiß. Okay, da haben wir Lila. Ich möchte warten, bis das Grad wechselt. Oh ja, super, alles klar. Fängt doch gut an. So, einmal hier rüber. Und... ich habe keine Ahnung, ich bin maßlos überfordert. So, hier haben wir was. So, weißt du was, Lila schnappe ich mir mal schnell. Und gehe mal direkt hier rüber. So, wunderbar. Dann haben wir hier vorne Grün und Gold. Tue ich mal so, als wollte ich das mitnehmen. Okay, alles klar. Dann mache ich das eben so. Seht ihr, also von der Zeit her kann ich echt nicht meckern. Ich setze mich hier gerade einfach nur selber unter Druck. Ah, hier vorne, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, und das war's dann auch. Ja, sobald dann irgendwo eine Stoppuhr Zeit ist, dann setze ich mich immer so unter Druck und obwohl ich mich gar nicht so unter Druck setzen müsste. Okay. Hier könnte... Ah, das ist das Monster von Sunlet Auenwald, mit dem wir geritten sind, ne? Dieses Monster ist das, glaube ich, das wir auch noch gar nicht bekämpft haben. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt bekämpfen kann. Also nicht das Monster von Sunlet Auenwald, aber diesen Monsterart gibt es doch hier bestimmt auch. Das ist doch mal im Bossen 13 gewesen. So, ja. So, dich habe ich. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit dir machen soll. Ich lasse dich los und nehme Grün mit. Und hier packe ich Gold mit. Und perfekt. Sehr schön. Und da haben wir auch das hier gelöst. So, war es das dann jetzt? Rätsel 3 gelöst, dann kommt jetzt noch ein viertes. Oh, okay, du scheinst dann wohl besonders groß zu sein. Ist das ein Küsschen? Könnte das ein Küsschen gewesen sein? Nein, hat gerade gewechselt. Oh Mann, sorry, ich habe gerade ein bisschen gebraucht. So, und die beide zusammen, Grün hier rüber. Ja, hier mit rüber. Keine Ahnung. Shit, Moment. Ist das überhaupt dasselbe? Nee, ist es nicht. Aber Türkis habe ich noch. So, und du wirst rot. Das ist schön. Dann kann ich euch beide verbinden. So, und jetzt kannst du aber nach hinten. So, und dann habe ich jetzt nur noch zwei Stück. Ja, einmal. Wunderbar. Und fertig, ne? Sehr schön. Die habe ich alle im First Try gepackt. Das hier ist auch eines meiner Favoriten. Also das mache ich am liebsten. Bevor hier irgendwelche Bodenplatten zerbrechen oder ich irgendwelche Uhren machen muss. Tolles Deutsch. So, der Neidkuchen. Okay. Dankeschön. So, dann schauen wir mal nach dem Neidkuchen. Wer ist denn hier neidisch? Auf die Backkünste. Der Neidkuchen. Moku wusste selbst nicht, ob er ein Monster, eine Espa oder einfach ein Tier war. Doch eine Sache wusste er ganz genau. Er war kein Spielzeug. Schließlich gibt es keine Plüschtiere, die fliegen können, oder? Eines Tages wurde Mok in eine unheimliche Ecke der Sperre des Jenseits gesaugt, wo er dem gigantischen Monster Adam begegnete.
Adam fragte, bist du ein Falzi? Nein, Mokris, meine Brüder. Mok antwortete stolz, nein, Mokris sind Mokris. Daraufhin entgegnete Adam, mit Plüschtieren kann ich nichts anfangen, und verschwand augenblicklich. Was fällt dir ein, Kubo? Rief ihm Mok hinterher, doch Adam war bereits fort. Der böse Adam. Wir den vielleicht noch antreffen? Das habt ihr gut gemacht, Kubo. Wunderbar, dann wollen wir jetzt mal weitergehen. So, denn... ja, hi. Ja, nö, muss nicht sein. So, ja, hier unten gibt's noch was. Das dachte ich mir doch. So, ja, okay. Ja gut, dann wollen wir das hier mal rätseln. Doch, diese... Ja, genau, rätseln. Just up ahead. Kubo? Come on, you guys. Mog, you're going home. Es sah gerade so aus, als wäre hinter uns auch noch was. Oh nee. Slow and steady should do it. Langsam aber sicher. Okay, ich stehe nicht unter Zeitdruck. Oh, doch, stehe ich wohl. Okay, 2, 1, 1, 2. Okay, alles klar. Das hier funktioniert. Dann hier hoch. So, das hier hat funktioniert. Wunderbar. Ja, so darf das gerne bleiben. Na, natürlich nicht. Das hier geht aber auch noch. Das hier ist auch noch in Ordnung. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Fertig. Ich sollte mit 1 anfangen. 1, 2, 1, 1, 2. Dann kriege ich die nicht mehr. Ich probiere das einfach mal so. Achso, ja, Moment. Gibt ja zwei Zeiger, ne? Ja, nee, das hier bringt nichts. Okay, alles klar. Zeiger bewegen. Achso, ja. Nee, ja, alles klar, natürlich. Zeiger bewegen. Wie sollte dem denn auch sonst sein? Okay, dann fange ich hier mit der 1 an, dass die weg ist. Zack. Dann hier. Das habe ich mir auch schon versemmelt. Ja. Sind nur zwei Zahlen hier, ne? Und ich komme nicht vorwärts. Ich möchte die Einsen loswerden. Die sind mir zu gefährlich. Moment 2, dann nehme ich die, dann habe ich die 1 weg. Oh shit. Moment mal. 2, 2, okay. Nee, ich muss das hier benutzen, ne? Jetzt habe ich gerade wieder einen Denkfehler, glaube ich. Nee. Nee, doch so. Und dann hier drauf. Und dann hier. Und dann komme ich hier auf die 1. So, alles klar. Rätsel 2 gelöst. Oh Mann, hoffentlich hört es bei 3 auf. So, oh, mit Zeit dieses Mal, alles klar. Dann mach mal 2. Dann könnte ich auf die 3, 1, 2, 3. Und dann hier die 4 nehmen. Oh, da sollte ich mir die 4 vielleicht aufheben. Nee, ich mache hier die 4. Mein Bauchgefühl sagt hier oben. Ich mache jetzt einfach, ich zähle hier gar nicht. 3. 1, 2, schade. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, raus. 1, 2, 3, raus. Okay, alles klar. Können wir vergessen? Ah, Moment, wie doof. Hätte vielleicht doch noch was erwähnen können. So, super. Und die Zahlen ändern sich ja auch, wie man hier gerade sehen kann. Ja, nehme ich die 3, damit hier oben die 1 weggeht. Sehr schön. So, 3. 1, 2, 3, raus. 1, 2, 3. Dann haben wir hier die 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich die 2. Dann wäre ich raus. Alles klar, dann nehme ich hier oben die 4. Ah ja, bin ich auch raus. Super. Haben wir ja richtig toll gemacht. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 raus. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Okay, das könnte was werden. Die 2 muss ich hier nehmen. Dann hier die 3. Genau. Dann nehme ich hier die 2. Und komme, Moment. So, das ist eine 3, das ist eine 2. Ah, nee, Moment, da ist aus. Hier, ich muss die 2 nehmen. So war es das gewesen. 1, 2, 3, 4, 2. Ich komme aber nicht mehr auf die 3. Das ist mein Problem jetzt. Ich hätte weiterzählen sollen. Oh, verflixt.
Ich dachte, okay, das hier wird schon. Ja, ja. Nehmen dann hier die 4. Ja. Und nehme die 4. Dann nehme ich hier diese 3. Weil was anderes bleibt mir auch nichts übrig. Okay. Benutze diese 1. Benutze diese 3. Scheiße. Ja. Ich komme aber nicht auf die 4. Oh, verflixt. Hätte alles so toll sein können. Okay, ich fange mal hier mit der 4 an. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okay, ich nehme die 2. Dann nehme ich diese 4 hier. Dann nehme ich die 2. Damit ich diese 1 nehmen kann und damit ich diese 4 nehmen kann. Ganz genau. Zack, zack, zack. Wow. Okay, ich habe hier eigentlich einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich die andere Zahl nehmen. Gott sei Dank habe ich es da nicht getan. So, okay. Hoffentlich das letzte dann jetzt. Oh, so viele Vieren. Okay, fange ich mit der an. Hier ist eigentlich meine Glückszahl. Das ist meine Lieblingszahl. Bringen wir ein bisschen Abwechslung hier rein. Die 2. Und dann würde ich die 4 nehmen. Na, nimm sie schon. So, und jetzt müssen wir überlegen. 1, 2, 3. Ja. Dann 1, 2, 3. Entschuldigung, Schluck auf. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. Bin ich raus. Ich habe hier auch gar keine Zeit. Ich stehe gar nicht unter Zeitdruck. Ah, super. Moment, ich mache das Ganze nochmal ein bisschen langsamer für mich. So, ich nehme jetzt diese 3 hier. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Dann habe ich die 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diese 4. 1, 2, 3. Okay, ich probiere das. Ich glaube, ich komme da vorne auf die 2. Perfekt. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Können wir vergessen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist egal, welches, was ich mache. Ich bin eh raus. Dann nehme ich die und dann komme ich auf die 2. Und dann bin ich raus. Ja, alles klar. So viel zu dem Thema. Ja, ja. Alles nicht so einfach. Komm, ich nehme mal die 3. Dann nehme ich hier die 4. Okay, dann würde ich hier die 2 nehmen. Ich hoffe, das war nicht allzu blöd. So, nehme ich hier die 4. Dann ist die nämlich weg. So. Okay, jetzt muss ich hier nochmal anfangen zu zählen. Angenommen, ich nehme oben die 4. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Nichts. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier die 2. Dann aktiviere ich die 2 und dann habe ich hier diese 4. 1, 2, 3, 4. Habe ich wieder die 2, nehme ich diese 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, das könnte was werden. Dann nehme ich hier oben die 4, hatte ich gesagt. Und dann die 2. Dann diese 4. Dann diese 2. Und... Ah, scheiße, ich habe die 4 da hinten vergessen. Weil wenn ich die nehme, komme ich auf die 3. Aber ich komme von hier nicht auf die 4. Ja. Oh. Alles klar. Noch einmal. Dann würde ich sagen... Ich nehme die 4, die mir das Knick gebrochen hat, damit die einfach weg ist. Und die 4, die hatte ich mir zum Schluss aufgehoben, oder? Komm, ich nehme sie einfach. Was soll der Geiz? So, 4. 1, 2, 3. Raus. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 4. Okay.
Ich hätte vielleicht weiterzählen sollen, aber ich habe jetzt einfach mal nur bis hierhin gezählt. So, okay. Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal auf dieser 4. 1, 2, 3, 4. Dann bin ich auf dem Nichts. Hier bin ich auf der 3. Wenn ich die jetzt nehme, die 4, dann komme ich ja auch auf die 3. Von dieser 3 komme ich auf die 4. Das ist gut, glaube ich. Ja, ich nehme jetzt die 3. Dann nehme ich die 3. Oh nee, das ist nicht gut. Oh Mann, wie dumm. Irgendwas habe ich da... hätte eigentlich aufgehen müssen. Ich habe da irgendwas falsch gemacht eben. Die Zahlen bleiben gleich, ne? Ich nehme diese 4 hier jetzt nochmal weg. Und nehme dafür die 2 weg. Und nehme die 3 hier weg. Und diese 3 nehme ich weg. Ich glaube, das war nicht so doll. Okay, die 4. Okay, 1. Moment, jetzt muss ich überlegen. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann sind wir schon mal raus. 2. Also ich kann nur die 2 nehmen. Oh. Ja, super. Aber ich komme nicht dahin, wo ich hin wollte. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, die 4 muss raus. Oh, die wollte ich eigentlich aufheben. Okay, das hier ist jetzt nicht so toll, was ich hier jetzt gerade gemacht habe. Dann kommst du weg. Ich sollte mir das vielleicht mal aufschreiben, oder? 1, 2, 3, 4 raus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Okay, ich probiere das einfach mal. Für 3 Schritte reicht es auf jeden Fall. Oh, okay, Moment. 4, 1, 2, 3, 4. Dann komme ich auf die 3, krieg die 2 aber nicht. Ja, okay, alles klar. Können wir uns abschminken. Ich probiere das jetzt mal andersrum. Dann nehme ich jetzt hier die 4 und komme hier auf die 3. So, von dieser 3 komme ich auf die 4. Dann die 4. Eins, Moment. 1, 2, 3, 4, nichts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich habe mir mit der 2 was verhauen. Okay, dann komme ich hier auf die 4, was nicht so doll ist. Ja, super. Nee, das bringt auch nichts. Oh, aber nicht. Immer eine Zahl dann übrig bleiben muss. Ja, ja. Ich gebe mir Mühe. Hier die 4 weg. Dann die 2. Möchte ich hier weg haben. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, das könnte funktionieren. Hab natürlich wieder nur bis zur Hälfte gezählt, ist ganz klar. 4, 1, 2, 3, 4 ist raus. 1, 2, 3, 4 wäre auch raus. Also die 3. So, und ich glaube, wenn ich die 4 hier nehme, 1, 2, 3, 4, dann kriege ich die 2 da hinten weg. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich bin raus. Eins, zwei, drei. Komm zwar auf die 2, aber ich bin dann raus, ne? Ja. Das ist doch Mist. Diese 4? Hier diese beiden 4 will ich rauskriegen. Und diese 2 da oben, weil die nervt mich. Ich fange jetzt nochmal hier an. So. Ne, diese 4 hier muss weg. Diese. Aber diese 2 will ich ja auch weg haben. Die haben mich nämlich so ein bisschen behindert. Okay, ist jetzt egal, welche 3 ich nehme. Okay, Moment. 4, 1, 2, 3, 4. Okay, dann hätte ich aber diese 4 da unten weg. Das bedeutet, ich muss diese 2 hier zum Schluss machen.
2, 4. Oh, Moment. Nee. Doch, shit. Ich habe hier zu viel auf der Seite hier. Dann komme ich auf die 2, von der 2 auf die 4. Moment, 1, 2, 3, 4. Dann bin ich da. 1, 2, 3, 4. Dann steht die 3 da. Dann steht mir die 3 im Weg. Ich muss die 2 nehmen. Eins, zwei, drei, vier. Das bringt nichts. Ich komme so oder so nicht mehr auf die 3. Ja, und das war's. Können wir vergessen. Oh, das hier ist ätzend. Vielleicht sollte ich die 3 loswerden. Das sind ungerade Zahlen. Und eine Primzahl. Vielleicht sollte ich die aber dann doch drin lassen, vielleicht, so, ja. Nein, raus mit den ungeraden Zahlen. So, die 4. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Moment, da habe ich jetzt ein bisschen Bammel. 4, 2, 2, 4, 2, 2. Nee, das hier funktioniert schon mal nicht. Ich nehme das hier jetzt mal. Okay, dann habe ich jetzt nur noch das hier. Ich bin raus. Ja. Ich hätte mir die 3 vielleicht doch aufheben sollen. Eine zumindest. Ich fange jetzt nochmal hier an. Diese 4 nervt mich ein bisschen. Fragt mich nicht warum. Die ist mir irgendwie so ein Dorn im Auge. Dann bleibe ich bei der 2. Diese 3 möchte ich ehrlich gesagt aufheben. Nee, ich nehme diese 3 hier weg. So, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 raus. Nee, dann nehmen wir hier die 3. Nee, dann bin ich doch auch raus. Nee, bin ich nicht. So, Moment. 1, 2, 3, 4. Dann wäre ich auf der 2. 1, 2, 3, 4. So. Angenommen, ich würde dann die 2 nehmen. Dann käme ich hier unten auf die 4. 1, 2, 3, 4. Oder 1, 2, 3, 4 im Nichts. Dann wäre ich hier oben auf dieser 4. Und dann 1, 2, 3, 4. Dann hätte ich die 2. Ergibt das Sinn? Habe ich dann alle? Ne, die unten habe ich dann nicht, ne? Moment mal, ich nehme jetzt diese 4 hier. Und wenn ich die... Ne. Ich brauche eine 3. Ich glaube, die 4 da unten bleibt übrig. So, und dann habe ich gesagt, nehme ich die. Ah, nee, doch nicht. Ich komme hier dann auf die 4, dann die 2 und von der 2 auf die 4. Ja, sehr schön. Gott sei Dank. Bitte ist das die letzte gewesen. Bitte ist die Anomalie behoben. Oh, shit. Ach, nö. Wahrscheinlich mit Zeit jetzt, oder? Ja. Ganz toll, liebes Spiel. Gut, hier haben wir die 6. Und die 1. Dann würde ich die 3 nehmen. Ich mache jetzt einfach mal. 1, nimm sie. Okay, so. Dann haben wir hier noch einige großen Zahlen, die möchte ich weghaben. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann wäre die 1 da unten weg. Das wäre auch schön. Die kommt weg. Okay. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann wäre die 4 weg. Achso, aus. Ja, habe ich zu spät gesehen. Na, ganz toll. Das hier wird ja richtig lustig. Ja, ich nehme hier direkt die 5. Nehme die 4. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich die Einsen hier wegkriege. Jetzt brechen die mir nämlich nachher das Genick. Das wäre nicht so doll. So.
Genau, dann die 3. Dann kann ich hier oben die 1 wegmachen. Und hier die 3. Okay. Das habe ich ja schon mal sauber hinbekommen hier. Und das war's. Ja, aber immerhin, es waren nur noch 3 Zahlen da. Die Zahlen ändern sich ja auch. Das ist ja natürlich auch richtig toll. So, dann mache ich die 6 weg. Vielleicht sollten wir so einen Raketenstart machen. 5. Achso, ja, die kann ich ja gar nicht auswählen. Achso, super. Dann nehmen wir die 2. Dann würde ich die 1 hier nehmen. So, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das bringt nichts. Dann entscheide ich mich für diese 4 hier. Dann wäre die 2 aber hier weg. Das wäre doch schon mal was. 1, 2, 3, 4. Ja, komm, nimm diese 4 hier. Shit. Komme ich zwar auf die 2, aber ich komme von der 2 nicht auf die 1. Also nochmal neu. Jetzt habe ich 2 Sechsen hier drin. Was ist denn hier los? Wollt ihr mich komplett auf den Arm nehmen? Gut, dann bin ich auf der 3. Okay. 1, 2, 3 raus. 1, 2, 3 raus. Sehr schön. Also bleibt mir nur die 4. 1. Oh, dann wäre die 5 weg. Also die könnte ich wegbekommen. Die 6 muss ich mir, glaube ich, bis zum Schluss aufheben. Ach so. Ja. Oh je. Ja, das war's. Das hier ist nicht schön. Ich mag dieses Rätsel hier nicht. Okay. Nochmal neu. Die 1 hier. Dann die 3. Dann hier die 1. Und dann nehme ich die 5. Okay. Super. Dann nur die 4 wählen. Okay. Moment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann würde ich hier die 2 nehmen. Ist egal, käme ja dann auf selbe raus. Ob ich jetzt direkt die 2 wähle oder erst die 4 wähle und dann von der 4 auf die 2 komme. Oh, shit. Das hier wäre so toll. So, jetzt komme ich von hier auf die 2. Ja, von der 2 käme ich auf die 4. Aber ich komme von der 4 nicht auf die 1. Ach, Scheibenkleister, echt. Okay. Ich möchte hier die Ecke mal weg haben. So, dann komme ich auf die 3, nicht wahr? Das ist schön. Ganz genau. Dann hier die 1 weg. Okay. So, dann komme ich von der 4. Oh, shit. Okay, Moment. Ja, ich kann das nur auswählen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Da brauche ich jetzt auch nicht rumzuzählen. Bringt ja nichts. 5. Ja, habe ich aber eh verloren. Ich komme zwar hier unten auf die 4, aber die 4 kommt nicht hoch für die andere 4. Das war's. Okay. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie man meint. Für mich zumindest. So, 5. Ich nehme nochmal die 5. Genau. Das bedeutet... Entschuldigung. Das bedeutet, wenn ich diese 1 hier nehme, dann wäre die andere 1... Ich kann nur die 1 hier nehmen, es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Achso, diese 1. Moment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Okay. Nein. Hier. Ja, das hier konnte nichts werden.
Was habe ich denn eben gezählt? Oder ich habe andere Zahlen gesehen. Was weiß ich. Oh, wir haben aber sehr viele Zweier. Gut, das bedeutet, ich möchte dann nur noch gerade Zahlen hier drin haben. Die 5 raus. So, okay. Die 2. So, wie komme ich jetzt auf die 3 da hinten? 4. 1, 2, 3, 4. Dann käme ich auf die 2. Von dieser 2 käme ich auf die 3. Was nicht so gut wäre, weil ich brauche die 3, um auf die 6 zu kommen. Und die 6 bringt mich auf die 2. Die 2 bringt mich auf die 2. Die 2 endet in einer Sackgasse. Diese 2 kann ich aber nicht nehmen, weil dann bin ich direkt raus. Also nehme ich die 3. Oh, ich hätte die 2 hätte ich nehmen sollen. Statt die 6. Und das war's. Oh, ich hätte die 2 nehmen sollen und nicht die 6. Weiß ich dann jetzt nicht, ob ich im Endeffekt dann jetzt weitergekommen wäre oder nicht. Aber ein Versuch wäre es wert. So, die 1 weg. Die muss weg, die nervt mich. Die 2 nehme ich mal. Ich habe hier 2 Sechser drin, das gefällt mir noch weniger. Aber das bedeutet nämlich, diese 6, die da hinten ist, die muss ich zum Schluss benutzen. Weil die wird mich zum Ende führen. So, 1, 2, 3... 1, 2 raus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Überredet. Ja, super. Ja, dann nimm sie. So, und bin raus, ne? Ja, ganz toll. Boah, wie ätzend. Wie ätzend. Okay, die 3. Oh, die 2 Fünfen nebeneinander. Nee, das mag ich nicht. Dann nehmen wir hier die 1. Und hier die 1. Dann komme ich auf die 2 und dann kann ich hier diese 5 wegnehmen. Okay, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das möchte ich mir ehrlich gesagt aufheben. 1, 2... Bin ich raus. Nimm die 2. Dann die 5. Ja. Oh Mann, ist das ätzend. Bitte nur eine 6. Ach du meine Schande. Dann habe ich hier die 2. Na, das wird ja funny. Ja gut, bleibt mir nur die 5. Dann ist die 6 hier weg, das ist schön. Und dann die 5. Dann kann ich nur die 2 nehmen. Und kann hier nur die 5 nehmen. Okay, so, ja, dann bleibt die 4 aber übrig. Schaut euch das an. Es hätte so schön sein können. Aber das Spiel sagt nein. Die 6 hier stört mich. Die 6, die 6 und die 1, das sind so die schlimmen Zahlen. Die mag ich nicht so besonders. Okay, 5. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, überredet. Dich nehme ich. Dann nehme ich dich. So, 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack. Ich habe jetzt nur für 3 Schritte überlegt. Und, das... Nein, ich hätte die 2 vielleicht doch nehmen sollen. Dann wäre ich von der 2 auf die 1 gekommen, von der 1 auf die 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 2, Ende. Ich glaube, das hier war's. Das ist mein Ende. Ja, ich komme so auf die 3, aber das hier wird nicht reichen. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Denkt in neuen Bahnen. Ja, ja.
Wenn die Zahlen wenigstens gleich bleiben würden, dann wäre das ja auch alles in Ordnung. Der Zeitdruck, der stört mich hier seltsamerweise gar nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Gut, dann nehme ich jetzt die 2, dann komme ich ja automatisch zu 1. Moment, ich glaube, ich komme aber auch zu dieser 1. Okay, ich nehme diese 1. Überredet. Dann nehme ich die 3. Dann bin ich hier. Nehme diese 3. Komme hier auf die 1. Ja, und jetzt weiß ich nicht weiter. 3. 1, 2, 3 raus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich habe mir das schon versemmelt. Ja. Schade. Oh Mann, das ist so ätzend. Ich mag das hier nicht. Ja, doch. Scheinbar will es das Spiel nicht anders. Welche 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. 5. 5. 1. Dass die weg ist. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, können wir probieren? Oder sollte ich vielleicht die 2 da nehmen? Moment, 1, 2. Und dann... Moment, Moment. 1, 2, 1, 2, 4 und 5. Okay. Ich glaube, das könnte vielleicht eventuell funktionieren. So, dann komme ich hier auf die 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt ist meine Frage. Komme ich denn überhaupt zur 4? Ach, ich komme nirgendwo hin. Ah ja, super, alles klar. Natürlich ganz toll, ne? Das ist genau das, was ich wollte. Leute, ich werde euch jetzt rausschneiden und werde euch dann nochmal mit hinzufügen, bis mir das gelungen ist. Wir sehen uns vielleicht in einer halben Stunde wieder oder einer Stunde oder ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Na endlich. Hat auch gar nicht so lange gedauert. 5 Minuten. 6. 6 Minuten. So, und das hier ist die letzte Zahl. Ja, ja, oh mein Gott. Gott sei Dank. Okay, holy moly. Gott sei Dank. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich dachte, wir wären fertig. Oh nö. Das muss nicht sein. Warum quält ihr mich so? Ah? Okay. Nehme ich das? Oh my holy god. Okay, das hier ist nicht cool. Das hier ist gar nicht cool. Das hier gefällt mir überhaupt nicht. Hier. Hier. Ja, und ich bin dann jetzt raus. Ah, ne, doch nicht. Hier. Ja, okay. Für den ersten Versuch war es gar nicht mal so schlecht. Aber das ist es gewesen. So, wie viele haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Moment, ich bin zu dumm zum Zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ist aber eine komische Uhr hier. Ich bin schon gewundert, warum die 6, warum der Stunden- und der Minutenzähler nicht auf die ein und selbe Zahl gehen. Moment mal, die Zahlen bleiben gleich. Die Zahlen bleiben gleich. Das hier hatte ich doch eben schon mal. Und habe mich dann hier für die 4 entschieden. Moment, was habe ich hier unten? Eine 2. Gut, nehmen wir die 2. Und dann machen wir das Ganze hier in 4er-Schritten, wie mir scheint. Okay, dann würde ich hier die 5 nehmen. Damit das Ganze hier so ein bisschen im Gleichgewicht bleibt. 2, 6. Nee. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Ah ne, das hier ist nichts. So, dann komme ich nämlich hier auf die 6 und die 6 bringt mich... 6 brauche ich zum Schluss. Ich muss hier was anderes auswählen. Ich finde das schon mal toll, dass die Zahlen hier gleich bleiben. Das macht mir die Sache etwas leichter. So, dann hier die 4. So, und dann, logischerweise, bleibt mir auch nichts anderes übrig, aber ich hätte mich ohnehin dann für die 6 entschieden. Hier nehme ich dann die 4. Hier würde ich dann jetzt die 5 nehmen. Um hier diese 4 zu nehmen. Und um dann zu verlieren. Okay, ich sollte vielleicht dann doch die 6 hier raushauen. Gut, fange hier oben mit dieser 6 hier an. Eigentlich wollte ich die andere nehmen und habe mich dann doch für die andere entschieden. So, dann sind die schon mal weg. Das ist doch was Tolles. So, und was anderes als diese 4 kann ich nicht nehmen. Oh, ich weiß nicht, ob das zu gefährlich ist, wenn ich diese 4 jetzt wegmache. Ich lasse das mal so. So, Moment, jetzt muss ich zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, ich wollte die 5 nehmen. Wäre es nicht sinnvoller, wenn ich hier die 4 nehme? Nee, ich nehme die 5. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 4. Das wäre ein Problem. Moment mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nee, das funktioniert nicht. Ich muss die 4 hier nehmen. Was mich aber dann auch nicht weiterbringt, ne? Moment. Ja, und das war's. Schade. Okay, gut. Ich fange mal mit der 5 an. Ja, ist ja auch eine ungerade Zahl. Ja. Dann käme ich hier vorne hin. Ich lass mal die 6 da. Weil die 6, die bringen mich definitiv zu einer anderen 6. Und das ist doch was Gutes. Ja. Super, das hier bringt mich nicht weiter. Vielleicht sollte ich die 2 erstmal aus dem Weg räumen. Dann hier die 4. Dann die 5. Die stört mich ja sowieso, die 5. Mir immer so ein Dorn im Auge. Moment, was habe ich da unten? Nichts. Okay, alles klar. So, super. Dann ist die 2 hier weg. So, dann würde ich die 4 nehmen. Und nehme die 4. Nehme die 6. Nehme die 4. Nehme die 4. Ja, komm. Das hier ist doch richtig, oder? Komm, bitte. Ja! Bitte. Und dann sind wir jetzt hier fertig. Bitte. Anomalie. Fertig. Huh? Oh nein. Does any of this look familiar? Kubo. It does, Kubo. I remember everything now. We're headed to the place where I was born, Kubo. When Mog was still a young Moogle, he was playing hide and seek with his friends. Somehow he ended up getting swallowed by a paradox. Before he knew it, Mog was drifting farther and farther away from the land where he grew up. When he came to, he was in the void beyond, not knowing how or why he ended up there. On top of that, he had forgotten about his home, his friends, and his family. He was all alone, with no memories of his past. Der arme Kerl. Aber da wollte ich eigentlich nicht hin.
Your friends and family are waiting on the other side, aren't they? Nee, du kannst nicht gehen. Do you want to go home? Noch nicht. I never thought the day would come when we would have to say goodbye to a dear friend. Someone we can't imagine our lives without. Mog, do you want to continue on this journey with us? Or do you want to go home to where your friends and family are waiting? Mog, the decision is yours. So you're sure about this, Mog? You don't know if you're going to get another chance. Are you sure you don't want to think about this just a little bit longer? Why do you say that, Kubo? Mog has a new home, right by Sarah's side, Kubo. Thanks, Mog. Goldish. That's so sweet. But remember, when we get to Valhalla, you have to listen to Lightning, okay? My sister's pretty strict, you know. Kubo? Of course, Kubo. Lightning saved me. I promise to be loyal to her forever, Kubo. So pick a side, Mog. Sarah or Lightning? Kubo! It's good to be me! Rosenparfait. Okay. Parfait, das ist doch hier Eis. Das ist Eiscreme. Ein Parfait. Rosenparfait. Gerade als Smoke mitten in Valhalla am Ufer des Chaos erschöpft zusammenbrach, fand ihn Lightning. Um seinen Ruf als schwächstes Monster der gesamten Sphäre des Jenseits loszuwerden, forderte Smoke Lightning zu einem Duell, das er prompt verlor. Smoke nahm an, Lightning würde ihn wie schon die anderen Sieger vor ihr abweisen und liegen lassen. Doch stattdessen sagte sie, komm, steh auf, Smoke. Smoke konnte seinen Mokri-Ohren kaum trauen. Du willst, dass ich dich begleite? Lightning antwortete, so will es das Gesetz, nicht wahr? Du hast verloren und nun musst du mir gehorchen. Daraufhin schwor Smoke Lightning ewig und bedingungslose Treue. Ich finde ihn ja so goldig. Und er hat sich jetzt dagegen entschieden, nach Hause zu gehen und bei uns zu bleiben. Ich hoffe, ach, das ist jetzt weg. Ich dachte, das würde da bleiben, dass wir ihn vielleicht am Ende des Spiels dann irgendwie dann doch dorthin bringen können. Da hinten ist auch noch eins. Okay. Okay. Schade. Ich hoffe, dass du irgendwann dann doch nochmal zu deiner Familie zurück kannst, Mokri. So, da oben haben wir auch noch eins. Wie gesagt, wir sind hier noch nicht fertig. Aber ich werde leider jetzt die Folge beenden müssen. Denn wir haben hier schon ein bisschen was an Überlänge. Ich meine, ich schneide euch da hier und da noch raus. Ich nehme die nächste Folge im Anschluss auf. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.